Info, wir zeichnen das Webinar auch auf. Das heißt, Sie bekommen im Anschluss die Aufzeichnung des Webinars zugesendet, ebenso wie die Präsentationsmaterialien und unsere Kontaktdaten. Kurz zum Organisatorischen. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet. Fragen können Sie jederzeit entweder über den Chat stellen, den können Sie in der unteren Leiste eben aktivieren, oder über den Reiter Fragen und Antworten. Das ist ganz gleich. Wir werden beides im Auge behalten und auch zwischendrin Ihre Fragen durchsehen und auch direkt beantworten, wenn es gerade passt. Sie können aber auch die Hand heben. Das machen Sie, wenn Sie Ihren Teilnehmerbereich, den finden Sie auch in der unteren Leiste, blau hinterlegt, aktivieren. Und dann unten rechts können Sie ein Handzeichen quasi auswählen. Wir können Sie dann live dazuschalten, weil unser Thema ist ja quasi Bechtle Talk. Das heißt, wir wollen ja auch mit Ihnen talken, sag ich mal. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn Sie live Fragen stellen könnten oder mit uns diskutieren und sprechen können. Ansonsten werden wir auch ein paar Kurzumfragen einbinden. Da freuen wir uns natürlich über zahlreiche Antworten. Das Ganze ist anonym, also wir werden teilweise auch die Ergebnisse teilen. Man wird aber nicht sehen, wer welche Antwort geklickt hat, also keine Sorge. Das dient einfach uns aus Interesse und natürlich ein bisschen zur Information, damit wir auch auf Ihre Wünsche und Anforderungen ein bisschen eingehen können. Dann übergebe ich direkt an meinen Kollegen zum Thema Modern Digital Workplace. Das heißt, wir starten in der Agenda eben mit unserem Digital Workplace Konzept, kommen dann zum Thema Virtual and Augmented Reality. Ganz kurz angeschnittene Theorie, damit wir auch alle auf demselben Stand sind, die Begrifflichkeiten, wie präsent ist überhaupt das Thema Virtual and Augmented Reality und wo kann ich das überhaupt einsetzen und natürlich auch die Vorteile, die Unternehmen daraus ziehen können. Und am Ende kommen wir auf Use Cases zu sprechen, die wir auch schon bei uns in der Bechtle umgesetzt haben, erfolgreich umgesetzt haben und wo wir unseren Kunden eben helfen konnten. Und da werden wir ein paar Beispiele nennen. Am Ende nochmal eine kurze Q&A-Fragerunde, falls dann noch Fragen übrig sind. Und damit übergebe ich an meinen Kollegen. Ja, hallo, guten Morgen auch von meiner Seite. Jens Bonnet vom Bechtle System aus Karlsruhe. Ich möchte Ihnen ganz kurz im ersten Schritt unserem Raum hier vorstellen. Sie sehen ja schon den Teil. Normalerweise sitzt man hier schön in dieser schönen Sitzgruppe und tun mit den Kunden erstmal so am Anfang schön Kaffee trinken und erstmal abholen, was wird genau gewünscht, was hat man für Vorstellungen, weil wir führen ja am Anfang schon mal ein Telefoninterview mit ihm vor so einem Besuchstermin hier bei uns im Digital Workplace und haben dann natürlich auch schon ein bisschen was vorbereitet, aber es ist nochmal so, dass man nochmal persönlich eben über die Dinge spricht. Und danach stehen wir normalerweise auch und auch in der Hintere und tun uns dann die Dinge eben auch live anschauen. Das ist ja so dieser Slogan, speziell im Digital Workplace Karlsruhe live erleben, dass Sie eben die Produkte auch in die Hand nehmen können, damit selber arbeiten können und das ganz verschieden. Wir haben da einiges, sage ich mal, am Start und wir haben auch noch ein paar andere Räume in Deutschland verteilt, wo ähnliche Dinge haben wie wir hier. Wir sind alle in einem Demo-Umgebung, sage ich mal, in einem Demo-Umfeld, wo wir dann eben dann auch dann arbeiten können. Und Sie werden vielleicht heute schon mal noch zwei User sehen, das sage ich auch immer am Anfang, den Karl Benz und den Karl Dreis. Das sind natürlich hier fiktive User von diesem Demo-Firma hier am Standort in Karlsruhe. In Neckarsulm bei den Kollegen heißen sie Fred Feuerstein, Peter Pan. Also es gibt da ganz verschiedene Arten, wie man sich da so zwei User raussucht. Und da an diesen Usern tun wir dann quasi unsere Dinge eben hier vorstellen und eben zeigen. Also nicht wundern. Und wie gesagt, am Anfang, bevor ein Kunde hierher kommt, tun wir normalerweise telefonieren und stimmen die Themen ab. Und danach treffen wir uns dann auch schon hier und führen dann eben die Produkte vor, weil wir haben ja schon einiges an Themen am Start, sage ich mal. Das könnte schon mehrere Stunden und ja, wenn man alles sehen wollte, mehrere Tage andauern. Gut, das so viel zu den Räumen. Wir haben natürlich verschiedene Bereiche. Ich will die nur ganz kurz anreißen, will da also tief eingehen. Das ist einmal das Hauptthema Communication, Collaboration. Das ist schon sehr, sehr gefragt aktuell und auch schon letztes und vorletztes Jahr schon sehr im Kommen gewesen, dass da immer mehr eben so wie jetzt hier auch dieses Meeting stattfinden. Softwarelösungen, Hardwarelösungen, da ist dieses Thema dran. Client, Mobile Computing, muss das nicht alles vorlesen, Sie sehen die Bereiche. Und heute sind wir unten in diesem Augmented und virtuellen Bereich. Das ist so ein Schwerpunkt hier bei uns in Karlsruhe speziell.
zum Standpunkt, zum Schwerpunkt der Impfsysteme aus Karlsruhe, haben wir hier noch kurz eine Seite gemacht. Wir haben hier so ein paar Key-Hersteller, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten. Und ja, dann würde ich das Wort nochmal übergeben an die Patricia. Danke. Gleich zu Beginn starten wir direkt mit einer kleinen Kurzumfrage. Ich gebe die frei. Da würden wir uns natürlich eben über Antworten freuen, rein Interesse halber. Und wie gesagt, nochmal zögern Sie nicht, Fragen zu stellen, egal ob im Chat oder in Fragen und Antworten. Teil und ich springe dann gleich mit einem Zitat ein bisschen in die Theorie. Vielleicht kennt es der ein oder andere von Konfuzius. Sage es mir und ich vergesse es, zeige es mir und ich erinnere mich, lass es mich tun und ich behalte es. Das leitet eigentlich ganz gut über zum Thema Virtual Reality. Gehen wir ganz kurz auf die Begrifflichkeiten ein. Ich denke, den meisten ist es wahrscheinlich schon ein bisschen klar. Es ist auch ein bisschen schwer, manchmal zu differenzieren, aber einfach, dass wir alle auf demselben Stand sind. Virtual Reality, klar, das ist die virtuelle Realität. Das heißt, man befindet sich in einem komplett virtuellen Raum. Es ist nichts Reales mehr über. Das sind auch meistens Brillen, die komplett das Sichtfeld, oder das heißt meistens immer komplettes Sichtfeld, eben einnehmen. Heißt, man sieht nichts mehr von der realen Welt außenrum. Bei der Augmented Reality wird die Realität lediglich erweitert. Das ist oftmals eben computergestützt und keine 360-Grad-Brille. Das zeigen wir Ihnen aber nachher noch, sondern eher so kleinere Displays, wo man eben computergestützte Dinge noch sieht. Bei der Mixed Reality, das ist die vermischte Realität, da vermischen sich eben physische und digitale Objekte und man kann auch mit den digitalen Objekten interagieren. Und alle Begriffe zusammengefasst sind dann eben die Extended Reality, meistens als XR, wie Sie auch in der kleinen Abbildung sehen. Hier nochmal ein kleines animiertes Beispiel, um es ein bisschen klarer zu sehen, wie die Begrifflichkeiten aufgeteilt sind. Das wäre jetzt das Thema mit Argumente, dass ich quasi Dinge dazu bewegen im virtuellen Bereich. Und hier wäre dann nochmal, wenn man selber, sage ich mal, als Avatar sich in einem Raum befindet und der Raum dann selber noch virtuell ist. Das sind dann spezielle Plattformen, sage ich mal, auf die man sich einwählen kann. So wie Sie heute in das WebEx-Meeting gegangen sind, gibt es auch Plattformen von Facebook bzw. von Microsoft. Facebook nennt sich Spaces und bei Microsoft als Space können Sie sich virtuelle Räume mieten, sage ich mal. Also es kostet bei beiden Plattformen natürlich kein Geld. Ist auch meistens noch Beta bzw. noch im Versuchsstadium. Gibt aber auch schon professionelle Lösungen, also auch für Businessbereiche. Weil klar, wenn was umsonst ist, ist ja klar, was dann passiert. Facebook bzw. Microsoft wertet die Daten aus und schaut, was man da so alles gemacht und getan hat. Und man bekommt dann immer einen schönen Werbeflyer, sage ich mal, oder irgendwas dazu dann geschenkt. Das kennen Sie ja wahrscheinlich. Das nur kurz am Rande dazu sagen. Genau, wie sieht es mit der Entwicklung aus? Weil ich ja vorhin schon gesagt habe, das Thema wird immer präsenter. Da habe ich Ihnen kurz eine kleine Statistik reingepackt, damit Sie einfach ein bisschen eine Vorstellung bekommen, wie es da aktuell auch auf dem Markt aussieht. Wir sehen, 2016 war der Absatz noch ein bisschen geringer, steigt aber voraussichtlich 2021 stark an. Also wir bemerken das jetzt auch schon im Moment. Und daraus geht natürlich auch hervor, dass natürlich auch der Umsatz mit Augmented Reality oder Virtual Reality auch ansteigt. Logischerweise. Daher gehen wir direkt mal über, wie oder wo kann ich Virtual oder Augmented Reality überhaupt einsetzen. Da übergebe ich wieder an meinen Kollegen, der da sicher ein paar Beispiele nennen kann. Genau, also wir haben hier mal so ein paar Beispiele angeschrieben, wo man die Produkte eben einsetzen kann. Wir haben auch schon alle möglichen hier bei den Terminen im Raum gehabt, für was das die Kunden die Dinge einsehen. Wir haben uns zwei Themenbereiche gleich rausgepickt, so mal als Überbegriff.
Architekturbereich ist auch ein Bereich, da wo immer mehr kommt, dass man quasi seinen Raum oder sein Gebäude, wo man sich vorher, sag ich mal, plant, zweidimensional am Computer, haben wir schon vor ein paar Jahren Projekte gehabt, hier nicht weit weg von unserem Standort in Karlsruhe, mit einem Kunden gemeinsam, der hat eine große Halle gebaut und da haben wir auch dann die CAD-Daten, also die, in dem Fall war das SolidWorks, konnte man sehr einfach auf so eine virtuelle Brille, sage ich mal, reinladen und man konnte sich in diesem Gebäude, sage ich mal, bewegen und das ist schon so eins der Punkte. Man kann sich dann gewisse räumliche Konzepte ein bisschen besser vorstellen. Und als wir hier unseren Raum eingerichtet haben, haben wir das auch so ähnlich gemacht. Wir haben den Raum, sage ich mal klar, das wäre jetzt nicht spannend, ist ja nur ein Raum. Aber wir haben zum Beispiel die ganzen Möbel, die ganzen Dinge, wo wir da drinstehen, haben wir alle schon vorher reingestellt. Das heißt, wir haben bei dem Innenarchitekten bzw. Raumplanungsfirma, Architekt hat uns die Daten alle gegeben und wir konnten quasi im Vorfeld die ganzen Dinge schon mal im Raum platzieren und konnten die auf eine Brille geben und konnten schon mal ja, Kollegen, Kunden zeigen, wie der Raum hier aussehen würde, was sie noch für Ideen haben, was man vielleicht anders da machen kann. Und man kann dann schon ganz anders darüber diskutieren, wenn man das Ganze eben mal, sage ich mal, visuell besser sieht, wie nur in Anführungsstrichen zweidimensional. Genau, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich würde gerade mal die Umfrageergebnisse teilen. Die können auch Sie dann sehen. Da sehen wir, dass die meisten noch gar kein Augmented oder Virtual Reality im Einsatz haben. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie hier sind und uns auch zuhören. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Da kommen wir auch später dann nochmal drauf zurück. Wenn ich was wegklicke. Genau, dann ist natürlich noch interessant, wie sieht es in den Branchen aus? Der eine oder andere denkt sich vielleicht, ja, ich bin aber in der und der Branche, in dem und dem Unternehmen, da kann man das doch gar nicht einsetzen. Also wie Sie hier sehen, sind die Branchen recht vielfältig und auch weit gestreut. Ganz klar vorne natürlich die Automobilbranche und der Tourismus. Gerade auch zur aktuellen Zeit bietet sich natürlich im Tourismus auch stark an, aber auch bei Messen und Events, eben damit man die durchführen kann, greifen viele auch auf solche Tools zurück und nicht einfach nur auf virtuelle Sitzungen oder Messen. Aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Medizin, kann man das Ganze sehr gut einsetzen. Das hat ja mein Kollege gerade auch schon gezeigt, da war ja auch das Beispiel von Medizinern, aber auch in anderen Branchen ist es auf jeden Fall einsetzbar. Da würde ich auch schon direkt mit der nächsten kleinen Umfrage dazwischen grätschen und die Ihnen einmal freigeben. Und zwar, in welcher Branche Ihr Unternehmen eben tätig ist. Hier werden wir die Umfrageergebnisse nicht teilen, sondern das einfach für uns quasi aus Interesse ein bisschen nutzen. Dann kommen wir auch schon zu den Vorteilen. Also wenn sich der ein oder andere jetzt fragt, welche Vorteile hat denn das Unternehmen oder hätte das Unternehmen, wenn man jetzt Virtual oder Augmented Reality eben einsetzt, dazu wird dann mein Kollege auch wieder was sagen. Ja, wie Sie sich vermuten können, hat man natürlich dann, wenn man sich die Dinge eben besser visuell vorstellen kann, kann man eben schon früher auf gewisse Dinge eingehen. Wir hatten für ein Unternehmen hier, die haben auch neue Räumlichkeiten geplant und dann ging das so los mit so Trennwänden, auf welcher Höhe man zwischen die Arbeitsplätze man die stellt zum Beispiel, wie das dann eben aussieht und man konnte dann eben die Dinge schon vorher sehen, wie zum Beispiel da diese Trennwände, diese Schallschutzdinge, sage ich mal, aussehen, was die auch für, wenn man da sitzt oder wenn man steht, was das eben für Auswirkungen hat, das kam schon, sage ich mal, sehr gut rüber. Und gerade auch in anderer Kunde, da komme ich später noch mal kurz dazu in dem Use Case vorstellen, der hat sehr kleine Produkte und die müssen aber relativ groß geteilt werden und vielleicht auch mal zusammengebaut werden, um dann die ganzen Teilnehmer da zu haben oder mitzunehmen beim Kundetermin, ist auch mal relativ schwer. Dann kann man das Ganze eben auch virtuell, auch sei es am PC beziehungsweise mit so einer Brille eben, Sie sehen es dann gleich, sage ich mal, live erleben und das
hilft einfach, sich gewisse Dinge besser vorzustellen. Und in anderen Bereichen, wir hatten vorhin mal das Automobilthema, auch im Flugzeugbau, es gibt da so ein paar Use Cases, speziell bei Microsoft findet man da einiges, dass man quasi Schaltpläne hinter die Wände legt. Das heißt, man steht vor einer Wand an einer bestimmten Position und schaut mit der Beispiel jetzt Microsoft HoloLens auf diesen Bereich und da wird einem gezeigt, was hinten dran für Kabelwege, für Kabelbäume quasi liegen, wie die geführt werden. Und das hilft eben auch. Das Gleiche gibt es manchmal auch im Kanalbereich, dass dann die ganzen Daten, was die Gemeinden haben, wo sie ihre Abwasserrohre alles liegen haben, dann kann man eben mit so einer Brille auf die Straße schauen und sieht eben, wo dann diese Rohrleitungen liegen. Das ist auch so einer der bekanntesten Use Cases, wenn man da eben bei den Herstellern sich das mal anschaut. Ist schon auch sehr gefragt, sage ich mal, diese Themen, um eben die wirkliche Realität anzureichern mit gewissen Informationen. Gut. Genau, also wie mein Kollege schon gesagt hat, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Virtual und Augmented Reality ist ja auch nicht gleich total komplex und kompliziert, sondern man kann das auch ganz einfach mit 360-Grad-Sachen auf einfache Dinge übertragen. Wir hatten zum Beispiel letztens das Thema mit so Pappbrillen. Da haben wir quasi 360-Grad-Content auf eine App geladen und diese App konnte man dann auf dem Handy in den Cardboard-Brillen öffnen. Und damit war man quasi auch in der Virtual Reality. Man kann damit eben auch direkte Änderungen vornehmen, zusammen Sachen modifizieren, an Dingen arbeiten. Man spart sich einfach da Zeit und Kosten, wenn man bestimmte Projekte immer wieder komplett quasi ausführen muss, um es dann wieder zu ändern und dann entweder neu zu bauen oder eben neu nochmal einzuführen. Und man ist natürlich auch nicht ortsgebunden, aber all die Vorteile sehen wir nachher eben auch noch in den Use Cases. Und da wir nun die Theorie auch schon damit mit uns haben, es soll ja wirklich nur ein kleiner Einblick sein, gehen wir dann auch gleich zu den Use Cases. Wenn keine Fragen sind zur Theorie, dann kann auch der Jens direkt starten. Und wie gesagt, nochmal, wenn Sie Fragen haben, jederzeit gerne dazwischen stellen. Gut, dann würde ich wieder übernehmen. Wir haben uns jetzt als eine der Use Cases mal was überlegt. Beim Kunden hatten wir die Schwierigkeit oder die Herausforderung, die Aufgabe, dass man im Prinzip ihn unterstützt bei seinen ziemlich komplexen Produktionsmaschinen. Das ist ein spezielles Thema. Die Maschinen, wo diese Produkte herstellen, baut er zum Großteil selber bzw. kauft Standardsysteme und stellt es dann so zusammen. Das ist für den Maschinenbau öfter so der Fall. Und hat unter anderem auch, ging es da auch um Roboterarme, also schon sehr, sehr aufwendige Dinge. Und die müssen zum Teil bei der Erstanrichtung, beziehungsweise auch manchmal auf den Maschinen, gibt es ja immer so einen Produktwechsel, sage ich mal, wenn da was anderes produziert werden muss, muss da was angepasst werden und dann verstellt man da vielleicht was, dann kriegt man es nochmal hin und dann mussten dann die Kollegen eben, also gerade diese Ingenieure, die wohl zum Großteil in Deutschland stationiert sind, mussten dann eben Beispiel nach Polen oder nach Tschechien oder sonst wohin fahren oder fliegen und mussten dann eben manchmal nur für Kleinigkeiten, das waren manchmal nur so 10 Minuten, Viertelstunde, haben die mir mal gesagt. Gut, manchmal war es auch ein halber Tag oder so, aber halt, man hätte das auch anders da lösen können, sage ich mal. Und dann haben die sich auch schon überlegt, hey, dann machen wir einfach so ein Jahr mit einem Handy, sage ich mal, tun wir so einen Videocall machen und tun das dann so hinhalten. Ja, dann braucht aber wieder irgendeiner ein Handy. Dann hat man da Lautsprecher, Mikrofon, dann hält einer das, der andere liegt so halber in der Maschine. Man muss sich das ja meistens so vorstellen, dass das ja nicht wie hier in unserem Use Case, wo wir Ihnen heute zeigen, dass man da quasi vor gewissen Dingen steht, sondern eben, dass man vor einfachen Dingen steht, sondern es sind komplexe Maschinen mit einem, relativ großen Apparat, sage ich mal, dran mit einem Haufen Leitungen und welches Kabel, kennt ihr das ja, schön rot oder schwarz, soll ich durchtrennen oder so. Das sind ja diese Themen und dann haben die da rumexperimentiert, aber es war nicht so das Wichtige, was sie gefunden haben. Und vor allen Dingen ist auch so, man hat auch manchmal im zweiten oder auch sogar im dritten, also man hat als noch einen zweiten Kollege dazuschalten müssen und dann war auch noch ganz wichtig, dass manchmal der Hersteller selber von diesem bestimmten Teil, wo dann die Probleme gemacht haben, auch noch dazu geholt werden kann. Und das versuchen sie alles mal mit so einem iPhone oder Android-Telefon oder mit einem App-Telefon oder mit einem Android-Telefon zu machen, ist gar nicht so einfach. Und dass es da nicht runterfällt, das ist noch die zweite Geschichte.
Und da war eben die Idee, dass man sagt, wir würden einfach mal versuchen, das Ganze, die Kollegen waren hier bei uns im Raum, da ging es eigentlich um was ganz anderes, wo die hier bei uns waren, aber ich hatte eben diesen Bereich eben auch mal gezeigt, dass es eben auch sehr robuste, sehr stabile Brillen gibt, die wo man eben aufsetzen kann, wo man auch, wenn es sein muss, den ganzen Tag aufhaben kann. Also eine HoloLens oder so, da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich den ganzen Tag aufsetzen wollte, aber solche Brillen kann man eben den ganzen Tag aufsetzen und kann die eben dann auch einsetzen, sage ich mal, für die Arbeit, wo man braucht. Natürlich mit Wifi, mit Akku, allem drum und dran, was man eben so braucht. Und ganz wichtig halt auch Maschinenbau, Stichwort, sind auch ganz wichtig immer die Daten, dass die Daten dann auch eben, ja, sage ich mal, verschlüsselt sind, end zu end auf jeden Fall, beziehungsweise auch nicht irgendwelche Cloud-Plattformen da dazwischen liegen. Also das ist auch oft ein Thema gewesen. Und das können wir auch alles anbieten. Da gibt es Lösungen für diese Bereiche. Wir haben uns in diesem Schritt jetzt einfach mal bei diesen Kunden haben wir uns diese HPE-Software genommen, das nennt sich hier MyRoom, ist schon viele Jahre am Markt, das ist eine Schulungsplattform von der HP und wo sich aber in den letzten Jahren immer mehr in eine andere Richtung entwickelt hat, dass man eben da auch eben mit so mobilen Geräten eben anschließen kann und eben dann so Dinge durch verbinden kann und trifft sich quasi auch in einem virtuellen Raum. Und hol dann eben die dementsprechenden Leute dazu. Eigentlich haben wir jetzt so einen Film, aber das jetzt so einen Film hier online zu machen, ist immer so ein bisschen problematisch, weil je nach Übertragungsqualität läuft er halt nicht gut oder auch schlecht und so. Das machen wir dann nicht. Darum habe ich heute jetzt auch ein paar Folien gemacht. Aber Sie bekommen natürlich die Unterlagen von uns hier im Nachgang zugesendet. Das Genau. sind auch immer unten links dabei. Dann können Sie sich die Filme bei den dementsprechenden Herstellern eben auch anschauen, weil wenn Sie das dann mal sehen, das ist schon sehr gut. Und die Produkte, wie gesagt, wir haben sie auch hier, können die hier direkt auch am Start zeigen und können da eben auch dann so sogenannte, wir sagen dazu, Proof of Concept, POC ist abgekürzt, sagen wir dazu und tun beim Kunden die Brille oder die Lösung eben zur Verfügung stellen. Da kann man das mal eine Woche, zwei, drei testen und man sieht dann sehr schnell, ob es eben den gewünschten Effekt auch bringt. So auch bei diesem Kunden haben wir das ähnlich gemacht, nur um das mal ganz kurz ein bisschen zu veranschaulichen. Das ist auch hier diese Brille. Ich hole es mal hier kurz in den Vordergrund. So sieht die aus, ganz, ganz unspektakulär. Die kann man mit so einem Riemen aufsetzen. So. Ist aber jetzt ein bisschen wackelig, ist nicht ganz so toll gelöst. Und kann die eben dann auf verschiedene Kappen oder auf Helme, das heißt, da gibt es dann verschiedene Adapter dazu, dass man sie eben dann auch auf und auf so bisschen angenehmer tragen kann, auch sehr stabil, sehr robust. Der Helm ist auch ein gewisses Schutzding drin, also ist eine schöne Geschichte. Es gibt auch Basecaps, habe ich leider jetzt gerade keine da, ist alles gerade verliehen. Hoffe, dass das alles wieder kommt. Wir haben da einiges gerade draußen, weil einfach der Bedarf natürlich bei den Kunden auch da ist, um das eben zu unterstützen, sage ich mal. Und hier ist es so. Versucht das mal so ein bisschen in die Kamera reinzuhalten, hat quasi ein Display, wie bei der Kollegin, habe ich ja schon das Bild da, das quasi das kleine Display, das ist wirklich nur ganz klein, unterhalb vom Auge quasi, wird dann ein was reinprojiziert von dem Kollegen eben auf der anderen Seite. Der Vorteil, wie gesagt, bei unserem Use Case hier mit diesem Display ist es nicht ganz so spektakulär, da hat sie natürlich ihre beide Hände frei und kann eben das Touch-Display bedienen. Und derjenige sieht eben hier auf der Kamera genau eben das, was er eben sehen soll, möchte ich mal sagen, nämlich genau das, was die Kollegin eben gerade anfasst oder eben tut. Und es ist eine Kamera dabei, es ist ein Licht dabei, wir haben Lautsprecher eingebaut. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, ja, Moment, wie steuere ich die Brille? Da ist kein Joystick, nichts dabei. Ist auch wirklich so, das ist eine reine Sprachsteuerung. Das heißt, diese Firma, RealWear in dem Fall, die letzten Jahre sind schon einige Jahre am Start. Wir haben die Brille selber schon fast 3 Jahre jetzt im Einsatz, Ende 2017 haben wir sie bekommen und wird stetig weiterentwickelt. Da ist ein Android-Betriebssystem unten drauf und oben drauf ist eben die Applikation, wir sehen die dann gleich. Und geht alles mit Sprache. Sie haben hier vorne zwei Knöpfe eigentlich nur, einen Mikrofonstummschalter, sage ich mal, und einen Aus-Einschalter, mehr ist eigentlich nicht. Man hat Möglichkeiten, eben sein USB-C-Ladegerät anzuschließen. Man kann auch mal in sehr lauten Umgebungen, kann es vielleicht sinnvoll sein, in ein Headset nochmal anzustecken mit einem Klinkenstecker. Und man hat ja nebendran nochmal die Möglichkeit, USB 2, das ist dann, wenn man das
die Brille mit dem Laptop verbinden will, dass man eben auch sieht, was da so passiert, kann man auch machen mit einem USB-Kabel und ich kann eben hier einen Akku auch auswechseln. Die Brille hat zwei Akkus, einen Standard, der wo fest eingebaut ist und dann nochmal einen erweiterten Akku, den kann ich auch sogar den Betrieb entfernen und ausbauen. Kann man quasi den zweiten wieder reinstecken, der wo geladen ist. Also man kann, die hält aber auch so schon sehr, sehr lange, sage ich mal. Das Tolle bei der Lösung ist, dass in diesem Display, sage ich mal, sind Mikrofone eingebaut, sehr, sehr gut. Also Sie glauben nicht, wie bei lauten Maschinen trotzdem die Sprachbefehle noch ankommen. Und auch die Lautsprecher hier oben, die sind so laut, dass man es eigentlich hört. Aber wir hatten auch schon den Fall, dass man ein Kabel-Headset anstecken muss und einfach das mit dem Lautstärker außenrum zu laut war. Und die Brille setzt aus und man kann die auf mehrere Sprachen auch einstellen. Das ist auch ganz wichtig für viele Kunden, eben auch für diese besagten Kunden. Da kann Polnisch, Französisch, Ungarisch, alles Mögliche, also wirklich viele Sprachen. Wir haben die Brille für uns immer standardmäßig auf Englisch eingestellt, weil am Anfang gab es halt wie immer halt nur Englisch und Japanisch. Mein Japanisch ist ganz schlecht. Oder Chinesisch, weiß schon gar nicht mehr, welche Sprache das war. Mittlerweile gibt es Chinesisch, Japanisch, alles drum und dran. Das kann man auch sehr einfach über diesen Schalter, wenn man länger gedrückt hat, auch auswählen mit den Landesfahren. Also wirklich eine sehr schöne Geschichte. Sehr durchdacht. Funktioniert gut und was auch noch sehr wichtig war, für den Kunden spritzwassergeschützt. Das heißt, da sind auch manchmal Kühlmittel und manche ja, Kühldinge in Flüssigkeiten in der Nähe, wo da an der Maschine mal runtertropfen können. Also die ist auch eben spritzwassergeschützt und es gibt noch eine explosiv geschützt, also für gefährliche Bereiche, wie jetzt zum Beispiel Raffinerien oder so, gibt es auch eben eine explosionsgeschützte Brille, wo da nochmal so rote Streifen hat. Das ist nochmal sehr, sage ich mal, wichtiger für die Firma, für den Bereich, sage ich mal. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein paar Screenshots vorbereitet. Live können wir das Ganze schwer zeigen. Das ist schwer vorzuführen, weil ich kann Ihnen jetzt dieses Display-Signal gar nicht so einspeisen. Wir haben das mal versucht, dann stürzt aber wieder Webex ab. Das ist alles ein bisschen schwer. Wir haben uns jetzt hier auf die Screenshot-Variante entschieden. Das ist die Oberfläche, die Sie in diesem kleinen Display dann eben sehen würden. Und mit einem einfachen Beispiel, dass Sie sehen, dass die Sachen auf Englisch sind, mit einem einfachen My Programs landen Sie dann quasi in diesem nächsten Ordner und können im Prinzip dann in dem Ordner eben schauen, was da sind für Tools drin, die verdient man natürlich vorher. Da ist auch dieser HPE-Client drauf für diese virtuelle Umgebung. Und wenn man dann, nicht alle Icons aufs Display draufpassen, wenn ich da mit dem Kopf so ein bisschen hin und her schwenke, das erkennt er auch, also er hat auch da die Sensoren dafür eingebaut, dass der Bewegung alles erkennt, dann rutscht das quasi weiter rüber und Sie sehen das eben auch dann die weiteren Applikationen und da habe ich es auch mal eingeblendet. Sie bekommen quasi immer über das Display angezeigt, was Sie sagen können, Beispiel mit Show Help oder eben mit Select Item. Und dann können Sie eben mit Select Item 5 zum Beispiel oder so sagen HP VRG, startet dann das Programm auch, beziehungsweise natürlich wäre auch, gibt es jetzt seit ganz kurzem, Sie sehen, man sieht so ein bisschen gelb noch der Balken, das Teams-Zeichen von Microsoft ist noch Beta, aber es ist richtig gut. Und es ist so gut, dass ich mir gesagt habe, heute für die Präsentation, ich tue es ganz kurz mal anreißen, nur dass Sie sehen, wenn Sie diese Applikation aufstarten oder starten, sehen Sie schon direkt hier, was passiert, da ist ähnlich wie bei diesem anderen Teil auch, dass er eben sagt, mit Make Call kann ich eben Karl Benz oder sage eben die Nummer, was da hinten dran steht. Ist sehr einfach gelöst, funktioniert wirklich gut. Nur, dass Sie kurz sehen, die Einstellung, wie gesagt, wir arbeiten hier mit zwei Demo-User, Karl Dreis und Karl Benz. Und ein paar Einstellungsgeschichten, dass Sie das mal ganz kurz sehen. Mehr kann diese Software nicht. Aber wenn man dann eben eine Verbindung hat, hat man eben auch eigentlich nur diese drei Befehle, Turn Microphone off, manchmal macht es ja Sinn, dass man das ausschaltet, dann eben Video off bzw. Open Chat, Terminated Call, das war schon, was Microsoft momentan hier anbietet, aber über diese Chat-Funktion kann ich zum Beispiel eben auch mit den Befehlen Take Photo zum Beispiel oder mit Select Photo mit einer Aufnahme, wo ich vielleicht schon auf der Brille drauf habe, kann ich eben bestimmte Dinge auswählen und kann zum Beispiel, Sie sehen das jetzt hier, kann man eben verschiedene Dinge machen. Hier habe ich auch den Zoom-Level relativ nah reingeholt. Das ist oft ein Punkt bei vielen Firmen, dass man eben die Bauteile, wo vielleicht kaputt sind, dass man eben ranzoomt. Man kommt da vielleicht gar nicht mit dem Kopf hin, aber die Brille hat eben einen sehr guten Zoom, auch einen Fünffach-Zoom, wo sehr gut funktioniert und ja, klappt ganz ordentlich.
sagen Sie Take Photo, macht er eben ein Foto und Sie können es dann direkt in Ihre Nachricht reinpacken, können dann mit Send Message die Nachricht eben direkt verschicken. Ganz einfaches Tool, hilft schon bei den Kunden, die wo eben Microsoft Teams, also sprich Office 365 oder Microsoft 365 bereits im Einsatz haben, integriert sich nahtlos. Funktioniert auf Anhieb. Das wollte ich nur kurz heute mit einbinden, bevor ich zu der etwas komplexeren HPE-Software komme. Patricia. Genau, da kam ja auch gerade die Frage, ob eben die Realware überhaupt kompatibel ist mit Microsoft Teams. Ich denke, die Frage hat sich damit genau erledigt. Falls nicht oder ja, falls man noch tiefer gehen soll, gern nochmal fragen, ja, aber es geht auf jeden Fall und das nicht gerade schlecht. Nein, es geht wirklich ganz einfach, darum habe ich es auch mit aufgenommen. Ich dachte mir, die 2-3 Minuten für die Folien, die kann ich heute mit einbauen, weil es immer wieder gefragt wird, was eben, weil eben viele Kunden Microsoft im Einsatz haben. Und es gibt wirklich Kunden, so wie auch über den, wo wir jetzt gerade sprechen, die haben kein Microsoft Office. Es gibt ein paar, die setzen die Microsoft-Produkte nicht ein. Das mag eine Philosophiefrage, das mag von Mutterkonzern eine Entscheidung sein. In dem Fall ist halt Google Suite, sage ich mal, führend. Und es gibt auch, so nebenbei, einen Google-Client für die Brille. Es gibt auch, ganz wichtig vielleicht für die Leute, die Cisco im Einsatz haben, es gibt auch Cisco Webex sogar als, oder Cisco Jabber ist es dann, als Tool für die Brille. Ich habe es aber leider noch nicht bekommen. Wir sind dran, da gibt es auch dann schon zur Beta-Version, weil eben hier unten drunter mittlerweile ein Betriebssystem ist, wo man eben adaptieren kann und andere Hersteller eben mit einbeziehen kann. Und das läuft wirklich, wie sage ich mal so schön, erschreckend gut. Okay, jetzt möchte ich Ihnen aber ganz kurz diese, was heißt ganz kurz, auch ein bisschen länger natürlich, diese Software kurz vorstellen. Sie sehen auch schon gleich, das ist ungefähr die gleichen Aufnahmen, wo wir hier gemacht haben. Die bietet halt wesentlich mehr, die Software. Ich kann hier wesentlich mehr tun. Ich kann, wenn ich auf der Brille sage, Sie haben es ja schon gesehen, eben mit Take Photo, die Befehle sind alle immer gleich. Natürlich auch auf Deutsch, wie gesagt, oder anderen Sprachen. Ich bin, wie gesagt, hier im Englischen abgetaucht, was ich sonst normal nicht bin. Aber in dem Fall schon. Und Sie sehen hier schon, dass dann quasi hier oben diese ganzen Reiter. Man kann eben, das ist eine ganze Plattform. Ich kann mir hier oben, wenn ich auf dieses Schlüsselsymbol zum Beispiel klicke, kann ich eben ja mit einem Code, der wo mir angezeigt wird, der ist auch oben drüber ganz klein zu sehen, kann ich über die HP My Room Seite, kann ich quasi ohne irgendein anderes Tool zu haben, klicke ich da drauf, lade es kurz runter. Da gibt es einen kleinen Plugin, wo man für einen Browser natürlich braucht und kann mich dann wie ähnlich wie Teamviewer, die meisten Leute kennen Teamviewer, und kann mich da eben direkt verbinden und eben, sage ich mal, noch einen weiteren Kollegen, den Stichwort vorhin zum Hersteller eben dazu holen. Ich kann eben gewisse Dinge einzeigen, das heißt, auf das Bild kann ich ihm genau hinzeigen, hier, pass auf, hier ist ein Stecker, hier musst du dran ziehen oder so ähnlich. Also wie gesagt, bitte fiktive Geschichte. Ich darf natürlich die Use-Case-Bilder von dem Kunden nicht rausgehen, da geht es ja auch um Maschinen, auch um vertrauliche Dinge, sage ich mal. Wenn man jetzt aber die Brille, sage ich mal, bewegt, man hält dann nicht die ganze Zeit den Kopf still, sondern ich empfehle immer, macht eine Aufnahme. Das hier ist jetzt auch im Prinzip eine Aufnahme und in dieser Aufnahme kann ich eben reinzeichnen und kann dem Kollegen dann dieses Bild hier eben aufs Display legen und kann ihm dann Informationen bringen. Natürlich kann ich noch wesentlich mehr einzeichnen. Ich kann noch, wie gesagt, Kollegen dazu holen und das ist eine, sage ich mal, für mich eine sehr runde, eine schöne Geschichte, wie das ganze Thema funktioniert und Sie haben alles in einem Cloud-Portal. Das heißt, die Aufnahmen, wo Sie hier links unten, sage ich mal, sehen in den Bildern, bleiben da auch dort, bis Sie sie löschen. Das heißt, Videoaufnahmen, Bilder, Sie haben auch die Möglichkeit, Whiteboards zu machen, was jetzt auf so einer kleinen Brille nicht unbedingt toll ist. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Aber es ist aber mal so, dass auf der anderen Seite jemand an einem PC sitzt und eben den Kollegen ja steuert. So ist ja normal der Plan. Und da haben wir jetzt hier zum Beispiel so einfach ein fiktives Bild genommen. Rechte Clouds hat mir das quasi zur Verfügung gestellt. Und ich habe einfach gesagt, ein ganz bestimmter Bereich kann ich quasi, Sie müssen sich das vorstellen, dass ich mir quasi in dieser Software habe, einfach so ein kleines Fenster habe, so ein Gummiband, also wo aber fix ist, eine Aussparung, sage ich mal. Und das lege ich einfach Beispiel auf einen bestimmten Bereich. Und automatisch, das ist jetzt so ein quasi ein Foto, was mir hier unten angezeigt wird von dieser Brille. Das heißt, da kann ich einen ganz bestimmten Bereich, kann ich mir einfach hier reinholen von diesem großen Plan. Und dann macht es wiederum Sinn, dass ich dem Kollegen eben auch was transportiere. Also nicht nur meine Sprache,
Oder kann ich eben auch, wenn es drauf ankommt, mal ein Bild, oder ich hatte bei ein, zwei Kunden, ging es mal darum, dass man eben die Leitungen, wie die laufen müssten, ging da um so einen bestimmten Ablaufplan, sage ich mal, und konnte man eben dann sauber einblenden. Das war für den ein sehr guter Use Case. Gut, und das Bild soll bloß nochmal veranschaulichen, dass man eben, man hat auch die Möglichkeit, natürlich ein Live-Bild daraus rein zu projizieren. Das ist jetzt zum Beispiel ein Live-Bild, wo ich einfach Ihnen zeige, hier müsst ihr was machen. Aber Ihnen ist auch klar, wenn man Kopf hält, dann nicht immer so ruhig. Aber es funktioniert auch im Live-Bild. Man kann da auch Informationen, Dinge machen, aber die bleiben dann nicht da. Wenn ich da jetzt was anzeichne, bewege den Kopf weiter, bleibt natürlich die Markierung nicht da, wo Sie es eingezeichnet haben, sondern sie wandert mit dem Bild. Sie zeichnen das quasi wie ins Display eben drauf. Und das ist so eigentlich der das Hauptthema, sage ich mal, dass das dann nicht geht. Es gibt andere Lösungen, so nebenbei gibt es dann Lösungen, wenn sowas gewünscht wird, dass die da bleiben, die Markierungen, gibt es Lösungen auch von Microsoft für die HoloLens. Da kann ich wirklich feine Dinge setzen, wo dann eben passen. Aber für den Kunden war eben genau das das Wichtige. Da würde ich auch direkt Ja, reingrätschen, du gerne, hast das gerne, gerne. Stichwort schon gesagt. Und zwar kam die Frage, quasi, was eigentlich der, oder was der Unterschied zu der Microsoft HoloLens ist. Der Von der Unterschied zur Real. HoloLens, okay. Also das ist jetzt, kann man nicht ganz so einfach beantworten. Also ist schon natürlich viel. Das hier ist Augmented Reality. Das heißt quasi, Sie kriegen was eingeblendet auf dieses Display, wo quasi anreichert. Da ist auch im Moment keine KI dahinter, also keine künstliche Intelligenz dahinter. Und das, was ich eben angesprochen hatte, die Pfeile oder die Dinge bewegen sich, weil die hat natürlich kein Raumtracking. Die weiß nicht, wo sie sich befindet. Sie weiß natürlich das Wifi, aber sie hat keine Geo-Tracking und so Dinge. Die HoloLens, die kann ich mal kurz zeigen. Das hier ist diese neue. Die hat hier vorne mehrere Kameras, hat eben Sensoren eingebaut und kann eben hier den Raum tracken. Das heißt, wenn ich dann irgendwo einen Pfeil hinsetze, dann bleibt er auch dort. Der bleibt dort. Sie können hier rumlaufen im Raum, die laufen auch wieder hin. Der Pfeil bleibt genau da. Und das ist so eins dieser Key-Funktionen, wo eben Microsoft, sage ich mal, jetzt schon sehr vermarktet. Dafür ist die HoloLens gedacht. Also das ist schon ein tolles Produkt, die wo quasi dann die Information hier auf das Display bringt. Man kann auch hier, das haben sie jetzt bei der neuen auch schön gemacht, man kann das Display jetzt auch endlich wegklappen, dass man eben normal sieht. Die kann man jetzt auch schon länger wie die HoloLens 1 aufhaben. Da ist das Gewicht auch verteilt, Hälfte vorne, Hälfte hinten. Da kann man es ein bisschen besser machen wie bei der HoloLens 1, die haben wir auch da. Das Schöne ist sogar auch für die HoloLens 1, das ist die gleiche App von Microsoft. Microsoft Remote, wie sie heißt, aber es gibt von Microsoft eine App mit Dynamics 365. Man braucht natürlich immer eine Lizenz, man kann sie aber auch ein paar Wochen erstmal testen, wenn Informationen weitere gefragt sind. Gerne an uns weitergeben. Genau, gerne bei uns melden, auch in den Kontaktdaten, die Sie dann nochmal bekommen, oder ansonsten auch einfach mal ausprobieren. Genau. Dazu nochmal kurz der Hinweis, dass Sie uns auch virtuell besuchen können, sage ich mal. Also wenn Sie nicht zu uns in den Raum kommen können oder dürfen, dann können wir Sie auch einfach remote dazu schalten und Ihnen nochmal gewünschte Produkte oder Features Ja. extra erklären Da kann zu ich dann auch, bestimmten Problemen. da kann ich dann auch jemand auf die Brille quasi, dann sehen Sie auch das, was ich auf der Brille sehe. Das können wir dann auch machen. Das sind dann andere Tools, Beispiel eine Microsoft Teams-Sitzung könnte man dafür nehmen. Als Beispiel, wenn ich jetzt die Microsoft HoloLens zeigen würde. Gut, für den Kunden war das aber, wie gesagt, das war kein Microsoft-Kunde in dem Fall, der Microsoft-Produkte einsetzt, war das eben so nicht gewünscht. Da haben wir eben diese HPE-Lösung genommen und die war eben für ihn die runde Sache, weil er hat sich auch hier mit den Dokumenten schon eine gewisse Hierarchie aufgebaut. Er kann seine Partnerfirmen einladen, er kann nur einmal Key, er kann Named-User angeben. Also es war einfach alles toll. Und man hat noch eine weitere Möglichkeit, diese HPE-Software. Gibt es auch natürlich für Android und für iPhone und für iPads. Das heißt, man kann das Ganze, was man jetzt hier so auf dem Client eben macht, kann man eben auch auf mobilen Device machen. Aber Sie können auch ein mobiles Device, also wenn es dann der Use Case hergibt, können Sie natürlich auch auf ein Telefon drauf machen und können dann das Telefon auch als Endpoint, wie die Kamera, sage ich mal, betreiben. Da ist ein ganzes System dahinter. Und bei HP muss ich auch noch dazu sagen, es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten,
dass man Produkte erkennt. Also da hat man auch eine gewisse KI. Es kommt aber nicht von der Brille, es kommt über die Software. Ist aber noch, soweit ich weiß, noch im Beta-Status, im Stadium. Man braucht dann natürlich einen großen HP-Server, der sich on-premise. Und dann kann man seine Bauteile hinterlegen. Wenn ich mit der Brille draufschaue, mit der Realware-Brille kommt dann automatisch das passende Handbuch. Wobei, bei diesem kleinen Display mag ich jetzt mal zu bezweifeln, ob ein Handbuch da der richtige Ansatz wäre. Ich bin auch noch nicht sicher, wie sie es entwickelt. Ich habe selber auch noch nicht live gesehen, habe hier eher das mal vor einer Weile vorgestellt auf einer Messe. Das heißt, da tut sich auch sehr viel. Gut, ich hoffe, dass es soweit klar war und nicht ganz so viele Informationen waren für den ersten Use Case. Ich bin mit der Zeit schon total drüber, aber ich habe es befürchtet. Der zweite Use Case, da geht es dann um das Thema. Da war jetzt mehr dieses Thema Visualisieren von Arbeitsplätzen beziehungsweise ganzen Produktionsanlagen. Das heißt, der Kunde baut sehr aufwendige Motorgetriebeteile, wo dann ja, teilweise diese Produktionsstraßen wirklich etliche 10 Meter lang sind. Ich glaube, das waren 30, 60 Meter. Du warst damals auch dabei. Das sind schon sehr große Daten, also auch für die CAC-Software. Ich meine auch das war SolidWorks. Es gibt noch andere Produkte wie SolidWorks. Aber ist ein gutes Produkt. Wir schicken aber auch sehr viel nach Hause nebenbei. Und über die Töchterfirmen, die hiesigen, die bekannten, denke ich. Und dabei eben auch der Kontakt, eben auch, muss man dazu sagen, kam auch über einen Besuchstermin hier. Wir haben das mal angerissen. Und auf einmal hat es dann eben bei den eigenen Leuten, sage ich mal, Überlegen gegeben, das eben nicht nur zweidimensional eben zu erleben, sondern eben auch dreidimensional. Was hat der Kunde gemacht? Der musste jedes Mal halt diese Prototypen bauen, oder wie die das genannt haben. Die mussten die Maschinen quasi erstmal aufbauen. Sie brauchten Platz, also eine Halle oder wie auch immer, wo man das alles mal aufbaut. Das war ein erheblicher Aufwand. Dann hat man gemerkt, oh, das geht so gar nicht, das bauen wir jetzt wieder um. Das war, ich glaube, Baukosten und Zeit vor allem. Ich glaube, Zeit war mit eines der Punkte und ich glaube auch Platz. Das war schon ein großes Problem, dass man eben die Personen hat. Personen, genau, dass man da Viel halt Manpower. viel Manpower, ja, dass man eben der Aufwand war sehr groß, sage ich mal, das Ganze eben aufzubauen. Und dann war eben die Idee, das Ganze eben auf so eine Brille zu laden. Das heißt, wir reden da natürlich nicht mehr über so eine Brille wie jetzt hier die Realware-Brille, sondern wir reden dann über eine, was wir vorhin schon gesagt haben, über eine Full Reality-Brille. Legst du da schon mal hin? Und wo man quasi sich die ganzen Maschine eben vor die Augen holen kann. Das Ganze war natürlich gewünscht, dass das ja so ein paar Dinge mit Windows 10 kompatibel, keine Cloud. Das war hier auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil das halt oft ja, Prototypen sind für gewisse, ja, was meinst du, Geiermaschinen, Zahnräder, keine Ahnung, Getriebe. Alles hochgeheim, hochkomplex und da dürfen die Daten das Unternehmen nicht verlassen. Also das heißt, das war einer der wichtigsten Punkte, glaube ich. Und natürlich, dass man mehrere CAD-Modelle laden kann. Das war auch einer der Hauptgründe, glaube ich, wo auch gesagt worden ist, das war auch so einer der Punkte, wo da sehr wichtig war. Verschiedene Körpergrößen. Das ist noch ein ganz wichtiges Punkt, komme ich gleich dazu. Wir haben uns dann in unserem Fundus, wir haben da auch mehrere Lösungen natürlich am Start. Es ist nicht nur 3DT, ich möchte auch keine Produktwerbung machen, wir sind selber kein Softwarehersteller. Wir haben Bestlat eine Software, wo wir bekannt ist, die Delos, die Raumverwaltungssoftware. Wir selber bauen ja keine oder erstellen keine Software. Wir setzen eben Standard-Tools ein und haben eben Partnerfirmen und R3DT seit vielen Jahren, also auch seit Ende 2017, Anfang 2018 sind wir mit denen am Start. Und haben da schon etliche Projekte gemacht. Tolle Firma, macht richtig Spaß. Und man sieht auch hier darf ich mal in Aktion sein, wie das so aussieht. Man hat quasi, wie das die Frau Reichel schon gesagt hat, sie sehen nichts mehr. Sie sehen außenrum gar nichts mehr. Sie können sich aber mittlerweile, ich kann das wie gesagt hier jetzt nicht demonstrieren, das müssten wir uns eben live anschauen, beziehungsweise es gibt Filme, da ist es auch hinterlegt, wie das funktioniert. Das heißt, Sie können auch Ihr Umfeld noch wahrnehmen. Sie tun sich so einen virtuellen Raum, sage ich hier, begrenzen. Und wenn Sie über den virtuellen Raum kommen, tut dann automatisch die Kamera hier umschalten und Sie sehen dann auch was hinten dran, dass Sie nicht gegen die Wand oder gegen den Display laufen. Man sieht es dann eben, sage ich mal. Und so eine neue Brille, die nennt sich Oculus Rift und Rift S so nebenbei. Und tolles Produkt.
Man kann leider nicht das Display wegklappen. Das ist eines der Punkte, wo ich mich sehr gefreut hätte. Bei mir ist auch so, wenn ich die 2, 3 Stunden am Tag auf habe, reicht. Also die wollte ich auch nicht den ganzen Tag auf haben, weil es doch, sage ich mal, auf Dauer, also so wie jetzt die andere Use Case, würde ich es nicht einsetzen können. Hier ist auch toll, was die HoloLens so nebenbei auch kann. Auch die 1er konnte ist schon gut, die 2er kann es deutlich besser. Eine Handerkennung, also ein sogenanntes Handtracking oder Fingertracking. Sie sehen das gleich in den Screenshots. Hier vorne ist es ein bisschen unförmig angebracht, aber es ist einfach die beste Methode. Hier ist ein Leap Motion Sensor als ein Hersteller, wo einfach eine gewisse Handerkennung macht und speist es quasi in die Software mit ein. Das ist eine richtig tolle Sache. Sie brauchen eigentlich diese lösliche Controller, die Sie vielleicht aus dem Spielebereich herkennen. Die brauchen Sie gar nicht einsetzen. Klar, zur Einrichtung, um die Brille einzurichten, braucht man sie immer kurz. Danach kann man sie getrost weglegen, weil mit diesem Use Case, also mit dieser Software, bedient sie quasi ihre Maschinen oder ihre CAD-Modelle. Überall bin ich schon drauf gekommen. bedient sie quasi von Hand. Man sieht es eben hier auf dem Bild, dass man quasi schon so seine Hände sieht. Sie sehen auch hier ihr Modell, wo sie sich reinladen können. Und Sie können dann die Modelle drehen, also sie sind richtig schwer, aber sie sind halt nicht schwer, sie haben kein Gewicht, sage ich mal, die virtuellen Themen und können da wirklich auch mehrere Modelle einladen, können die verdrehen, können die hinstellen. Es gibt auch so eine gewisse Haptik mittlerweile, dass dann die Modelle sozusagen einrasten, wenn sie auf dem Boden sind. Und ich habe leider die Daten noch nicht bekommen, aber ich denke, dass sie den nicht auch mal bekommen von einer befreundeten Unternehmen von uns. Wir haben da auch mittlerweile ganze Gebäude drin, komplett eingerichtet mit Hallen, mit Maschinen, wo man dann auch über die Stockwerke gehen kann. Natürlich hat man keine Treppe, man schiebt es dann einfach runter. Aber man kann da eben ja, die Maschinen auch über mehrere Stockwerke mittlerweile sehen. Ist richtig, richtig klasse. Und für heute, Sie sehen Ihre Hände, die haben ein bisschen abgenommen, die sehen ein bisschen anders da aus. Und aber sehr spacey, sie bewegen die und können eben diese Teile eben hier so eine vorgefertigte Geschichte, sagen wir mal, wie sie es eben drehen können. Die können aber auch eben, das war so einer der Use Cases, kleine Teile beziehungsweise noch kleinere Teile, können sie mittlerweile eben auch zoomen. Das war eine Funktion, die war eigentlich gar nicht geplant in der Software, aber es gab da ein paar Kunden, die haben das einfach wollen, dass ihre Kleinteile, dass man die auch vergrößern kann. Haben wir das eben auch, da hat die Firma das eben auch mit eingebaut. Das ist eine deutsche Firma so nebenbei. Und können eben da auch ein paar individuelle Dinge, sage ich mal, machen. Es ist einfach eine Möglichkeit, um diese sogenannten Handarbeitsplätze, so nennt sich das hier, eben auch vorher, sage ich mal, zu testen. Jetzt bin ich, sage ich mal, relativ, im Moment bin ich noch gar nicht, ich habe noch ein paar andere Use Cases. Auch eins der Punkte war auch komischerweise, glaube ich, sogar ein Kunde von uns, wo ein Maßband wollte. Das heißt, sie laufen durch ihre virtuelle Maschine, durch ihre Anlagen und haben wie so einen Maßstab, wie so ein Maßband und können dann ihre Dinge einfach abmessen. Warum, weshalb, ich kann es Ihnen gar nicht mehr genau sagen, war auf jeden Fall witzig, wo ich das gesehen habe und sage, also der Use Case erstmal dahinter ist schon, sage ich mal, eine interessante Geschichte. Auch hier ein Schnitttool, dass man die Modelle eben wirklich ausblenden kann und eben dann durchschneiden kann. Sind lauter Funktionen, wo über die Jahre, sage ich mal, dazugekommen sind. Dann eben auch, dass man Teile auch rausnehmen kann, markieren kann, rausnehmen kann, farbig hinterlegen kann. Das ist schon sehr, sehr coole Funktion, möchte ich mal sagen, dass man die eben dann auch, ja. Sie haben im Moment noch keine Schwere, also sie sind schwerelos, also sie haben keine Erdanziehungskraft in den virtuellen Räumen. Das heißt, die Produkte, wenn sie loslassen, bleiben einfach liegen. Aber auch daran wird noch gearbeitet, ob es dann so bestimmte Funktionen geben soll. Spannendes Thema auf jeden Fall. Auf das wollte ich noch raus, das war für den Kunden auch sehr, sehr wichtig. Das war das Thema von der Größe her. Das quasi, ich bin relativ groß, knapp 1,90 Meter. Und dass sich eben dann auch Leute, sage ich mal, wenn man vor so einer Maschine steht, dass man sich auch in kleinere Personen oder in andere Personen eben reinbaut. Da haben die eine Riesenfunktion draus gemacht. Das war wohl für sehr viele Kunden gewünscht. Ergo-Check, man kann einfach dann die verschiedenen Körpergrößen simulieren, dass sie dann quasi sehen, wie jetzt eine Frau, ich glaube, so und so viel Prozent sind so und so groß, ich glaube 1,60 oder 1,66 waren, ich glaube 80% der Frauen, also ist richtig cool. Und dann erleben sie mal den Blickwinkel vor der Maschine von einer anderen Körpergröße. Ist spannend, ist ein total starkes Feeling hier, 1,75 war das hier in dem Fall.
Er schreibt es auch hin, ist schon interessant, was da eben geht. Und eben auch dann, komme ich mit den Händen überhaupt hin oder kommt dann schon so ein Ausrufezeichen, ja, Achtung, da kommst du gar nicht mehr hin. Also klar komme ich hin mit meiner Größe, aber halt ist schon eine sehr gute Geschichte, sage ich mal, um eben da auch die Prototypenbauer einfach besser zu unterstützen, dass man da nicht wirklich jetzt von null anfängt, sondern ich glaube, der hat damals erzählt, der Kunde, die haben gleich beim ersten Test, haben die, ich weiß gar nicht, wie viele Fehler. Das war beeindruckend, weil wir haben das auch, der Kunde, wie oft war es die IT, beziehungsweise die Geschäftsleitung war hier. Und dann hat man in Proof of Concept beim Kunden gemacht, der kam bei den Entwicklern oder bei den Konstrukteuren, so heißt es, sehr gut an, aber wie halt immer war es falscher Zeitpunkt. Da ist er, hey, wisst ihr was? Nimmst du einfach mal 2, 3 Wochen, testet es mal. Wir machen so ein Proof of Concept, bisschen andere Art, sondern ihr habt es richtig mal in Produktion. Wir bringen euch Laptop, bringen euch eine Brille. Softwarehersteller kam noch mit vor Ort und haben das dann in einem, war glaube ich fast ein halber Tag von morgens bis nach Mittag, glaube ich, oder bis zum Mittag, haben wir da die Leute mal richtig gezeigt, wie man mitarbeitet, die Konstrukteure so, wie sagt man, die Geschäftsleitung hatte ganz andere Dinge, eben mehr so Marketing, vertriebliche Aspekte. Der hatte das und haben wir die alle so nacheinander durchlaufen lassen. War ein starker Termin, war echt klasse. Und ja, Produkt kam dann auch, Gott sei Dank, dann danach zum Einsatz, sage ich mal. Und das hat auch genau, sage ich mal, gepasst, weil einfach man durch die Zeitersparnis schon gewaltig, was man da eben einsparen kann. Und man kann dann diesen Protoplatz, braucht man wahrscheinlich, denke ich, schon immer noch, aber halt eben, er kann direkt aufgebaut werden, man hat keine mehr so Umbauten mehr, man muss nicht mehr dann warten, ja, es klappt das nicht oder das nicht, weil auf diesem zweidimensionalen Weg sieht man das eben nicht richtig, sage ich mal. Gut, ich Genau, hoffe. dann sind wir auch eigentlich schon am Ende. Ich öffne Ihnen da auch direkt dann nochmal eine kleine Umfrage, die letzte bzw. die vorletzte. Wir haben ja vorhin gesehen, dass die meisten von Ihnen das noch nicht im Einsatz haben. Jetzt haben wir das Ganze natürlich ein bisschen besser durchleuchtet, sowohl theoretisch als auch anhand von Praxisbeispielen. Das heißt, uns interessiert es natürlich, ob Sie sich das vorstellen könnten, sowas auch in Ihrem Unternehmen einzusetzen oder halt eben nicht, oder ob Sie sich noch gern weiter informieren möchten oder auch weitere Informationen da eben noch einholen müssen, um da ein Statement abzugeben. Ich lasse das mal noch so ein paar Minütchen laufen und ansonsten können Sie natürlich jetzt auch noch Ihre Fragen stellen. Jederzeit gerne, egal zu welchem Thema, auch abseits von unseren Praxisbeispielen, Genau. auch wenn es vielleicht für andere Branchen da noch Fragen gibt oder für andere Themen, die Virtual oder Augmented Reality betreffen. Und genau, dann sind wir ansonsten soweit durch. Ich würde das jetzt einfach mal noch so ein, 2 Minütchen laufen lassen. Ich sehe auch schon, da wird es schon Wird rot. schon rot, ja, wird schon rot. Welche VR-Headsets oder Brillen bevorzugen wir oder nutzen wir am meisten und ob auch die Oculus Quest verwendet wird? Also Ja, quasi 2 Fragen in also einer. genau, Sinn. Also wir haben, der Weg ging natürlich nicht direkt zur Oculus Rift S, die kam jetzt auch erst raus, letztes Jahr meine ich. Wir haben natürlich die HTC Vive im Einsatz ganz am Anfang gehabt, dann war es die HTC Vive Pro, dann war es die normale Oculus Brille, sage ich mal. Ich will es nicht ganz technisch, zu arg technisch machen, aber Sie brauchen bei bestimmten Brillen brauchen Sie nochmal Sensoren. Wir sehen das jetzt hier hinten, das sieht man nicht so weit. Wir haben hier an der Decke ein paar so Sensoren eingebaut von HTC, wo dann eben das Raumtracking übernehmen. Mittlerweile sind die Brillen so intelligent, dass die quasi das Tracking selber übernehmen. Sie brauchen nicht mehr auf dem Tisch so sogenannte Infrarot oder an den Decken so Laser-Infrarot-Tracker. Man braucht das nicht mehr, man kann es mittlerweile so einsetzen. Die Oculus Quest ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine ganz andere, nee, darf ich so nicht sagen, ist auch natürlich eine Full-HD-Lösung. Ist aber in dem Bereich, sage ich mal, wie die HoloLens zu sehen, das ist ein eigener PC. Das heißt, hier bei diesen Bauteilen, Sie haben es auf den Bildern eben gesehen, das sind ja doch sehr große Daten. Das würde so ein Prozessor in so einer Brille gar nicht schaffen. In so einer Quest zum Beispiel, da würde es nicht funktionieren. Für die Quest haben wir andere Use Case. Da sehen wir zum Beispiel sehr stark mit 360 Grad.
Bildern oder Videos unterwegs. Gibt es zum Beispiel einen total starken. Ich bin aus dem Bild gelaufen. Entschuldigung, war keine Abschriftstufe, das ist in der Präsentation auch noch rausgefallen. Es ist so, dass die Quest zum Beispiel hat einen sehr guten Use Case, wo ich immer sehr gerne zeige. Das hat Zementhersteller, es gibt da nicht mehr ganz so viele, hat es gemacht. Die haben einen richtig geilen 360-Grad-Werbefilm von ihren Anlage gemacht. Und nicht nur einen Werbefilm, sondern einen Erklärfilm, wie wird Zement hergestellt. Und was die am Anfang gemacht haben, fand ich ein total klasse Use Case. Die stehen auf so einem, wie auch immer man das nennt, auf ihrer Riesenanlage, was ist sie für Meter tief, haben sie oben genau diese Aufnahme gemacht. Das heißt, sie ziehen die Brille auf, starten den Film und stehen erstmal vor so einem Abgrund. Kommt richtig gut. Und das ist eins der Themen, was viele Firmen auch einsetzen. Auch eine andere Firma, gibt es ja auch nicht ganz so viele, die wo den Strom vom Norden hier in den Süden bringen, ging es darum, die Trassen, die Leitungen, sage ich mal, Hochspannungsleitungen sind dann immer so gern gesehen, da war dann eher gewünscht, dass man Trassen macht. Und eben diese Daten, diese Dinge, die würde ich an so einer Quest sehen. Das kriegen wir hin. Das funktioniert sehr gut mittlerweile. Auf so Brillen, auch auf der HoloLens bzw. Quest, könnte man solche Use Cases sich sehr gut vorstellen, sage ich mal. Gut, danke. Dann kam die Frage nach Use Cases oder Beispielen für den Einsatz von Virtual oder Augmented Reality für IT-Unternehmen, gehe ich jetzt mal davon aus, oder IT-Projekte, das ist ja ein bisschen weit gefasst. Oder für öffentliche Auftraggeber? Also im IT-Bereich, also man wird es nicht glauben, aber es gibt hier bei uns auch wirklich viele Kollegen, die das hier unten bei uns sehen und sich auch so eine Brille ausleihen und auch mal mit nach Hause nehmen oder auch mal testen, sage ich mal. Und es gibt ja bei uns im Haus auch ein Team, die haben die Realer-Brille sich schon ein, zwei mitgenommen. Und zwar, wenn wir für Kunden Rechenzentren umbauen und der Kunde sitzt nicht hier, sitzt sehr weit weg, dann schaue er quasi unseren Kollegen über die Schulter. Das heißt, mache einfach eine Videoaufnahme, Stichwort wieder Teams, und hat als Beispiel dann die Realware auf und der Kunde kann eben sehen, was tut der Mitarbeiter jetzt hier in dem Rechenzentrum, wo er gar nicht selber sitzt. Was macht er jetzt? Zieht er jetzt wirklich den Server raus oder schaltet immer noch zwei andere Server ab? Das ist eins der Use Cases, sage ich mal, wo ich mir jetzt im IT-Bereich vorstellen könnte. Sonst habe ich, muss ich zugeben, jetzt relativ wenig IT-Use Case. Da muss ich erstmal grübeln, sage ich mal. Ich hatte mal einen Kunde, fällt mir gerade ein, der wollte nämlich die ganzen Datenblätter und so Dinge mit sich rumtragen oder als einen Rechner haben, der wollte das ein bisschen visualisierter machen. Die haben dann auf so die HoloLens sich sehr viel so Aufnahmen von HP, weil wir bekommen die Daten auch oft in CAD-Modellen. Und habe dann die eben da auf die Brille gemacht. Ob das jetzt den Kunde wirklich aufzieht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Habe ich jetzt noch nicht versucht, wenn ich beim Kunden draußen bin, ob das jemand einsetzt. Aber da habe ich jetzt nicht ganz so viele Use Cases, sage ich mal. Ansonsten haben wir einen Bereich noch gar nicht so beleuchtet. Schulungsbereich und ist auch einer der Punkte, der ÖA-Bereich, was auch immer sehr oft eingesetzt wird, um Mitarbeiter zu schulen. Da haben wir auch ganz komplex, also wirklich tolle Lösungen, teilweise auch in den Lehrplan integriert, teilweise auch fernab davon fürs Business. Da haben wir auch Lösungen, da haben wir auch sogar so ein 3D-TV sogar gekauft, dass man auch diese Modelle auf einem Display sehen kann. Und dann hat man, wie im Kino ist, glaube ich, wo man auch noch die Brillen aufzieht, hat man dann auch eine gewisse andere Möglichkeit. Also auch da haben wir einige Use Cases. Sprechen Sie uns ruhig im Nachgang an, die Frau Reicher tut Ihnen die unsere Kontaktdaten rüberschicken. Genau. Da haben wir, glaube ich, doch auch nochmal. Aber wer Sie sehen es, ich habe jetzt eine Stunde fast geredet. Und, genau, aber sonst eine Frage kam anscheinend noch rein. Ach nee, Dankeschön, bitteschön. Freut uns, wenn es sehr hilfreich war oder ist. Die Umfrage hat auch ergeben, dass sich jetzt doch wohl einige vorstellen können, das zumindest mal also einzusetzen, beziehungsweise sich auf jeden Fall dafür interessieren oder sich da informieren wollen. Und die andere Hälfte ist eher Richtung, dass man sich noch weiter informieren muss. Also wir stehen Ihnen da jederzeit gern auch zur Seite. Wenn Sie Tischler und Bechtle Ansprechpartner haben, dann auch jederzeit natürlich gern bei dem melden. Damit sind wir auch durch.
Rein für unsere Zwecke würde jetzt noch eine letzte Umfrage folgen zum Thema eben welche Talk-Webinare, was Sie da einfach zukünftig noch interessiert, also welche Themen, weil wir natürlich immer darauf aus sind, auch Themen anzusprechen oder Themen zu behandeln, die Sie auch interessieren, die gefragt sind, die interessant sind. Deswegen wäre das für uns auf jeden Fall ganz interessant zu wissen. Genau, und ansonsten. Hätte ich noch abschließend noch einen Satz dazu zu dem Thema, weil es ist ein neues Format, wo wir es eben auch mal versuchen. Und wir haben das jetzt mal Bachelor Talk genommen, aber wenn niemand sich aktiv dazu schalten wollte, ist auch nicht schlimm. Vielleicht beim nächsten Mal, gerne mal trauen. Genau. Und wir haben da auch, wir sind auch, sage ich mal, dazu übergegangen, dass wir vermutlich auch mal ein, zwei Mal Kollegen auch mit dazu nehmen, die wo spezielle Bereiche, zum Beispiel Server Storage oder Sicherheitsthemen, sage ich mal, wo wir dann auch dazu nehmen. Dass man eben auch mal einen breiteren Blickwinkel auch hat. Also da sind wir interessiert dran, wenn Sie uns da Informationen geben, dass wir das eben auch passend machen, dass es auch eben für Sie, sage ich mal, interessant ist und auch von der gerne auch in der, im Nachgang auch von der Zeit her, wie es dann gewünscht wird. Man kann nie alle glücklich machen, macht man es eher morgens, macht man es eher mittags, macht man es ja in der Mittagspause. Das ist total verschieden, sage ich mal, wie die Menschen das wahrscheinlich wollen. Aber wir wollen es versuchen, ein bisschen dann eine Mehrheit auszurichten, dass man eben es auch interessant und informativ eben für Sie. Genau, wir haben auch ja eben das dann so gestaltet, dass dieselben Webinare dann meistens zweimal stattfinden, damit, wenn man dann keine Zeit hat, also ich kenne es von mir, meistens guckt man die Aufzeichnung dann vielleicht doch nicht mehr an, wenn man es nicht geschafft hat oder es geht irgendwie unter. Sprich, daher ist nächste Woche Dienstag, diesmal von 9 bis 10, also ein bisschen früher, dasselbe Webinar nochmal. Also wenn Sie jemanden kennen, der vielleicht jetzt da auch Interesse haben könnte, gerne noch anmelden. Es geht auf jeden Fall noch. Leiten Sie es ruhig weiter und es ist keine Aufnahme von euch. Und es wird natürlich weiter fortgesetzt, eben auch mit den Themen, die Sie da interessieren. Wir sind ja stets bemüht. Ansonsten bedanken wir uns herzlich für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Genau. Danke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.